Herzlich willkommen, mein Name ist Pat Hock und der Patient des heutigen Tages ist der Mordlach 14 Jahre Alexander's Way. Heute freue ich mich sehr, denn ich bin bei einer meiner absoluten Lieblingsbrennereien in ganz Schottland, nämlich in der Speyside bei der Brennerei Mordlach. Ich liebe die Whiskys der Destille, weil meiner Meinung nach der Brennereicharakter so eine tolle, saure Fruchtigkeit hat. Harmoniert meiner Meinung nach extrem gut mit ehemaligen Bourbonfässern und ich hatte von vielen unabhängigen Abfüllern in der Vergangenheit tolle Tropfen im Glas. Ich mag Mordlach aber auch in Kombination mit ehemaligen Sherryfässern, vor allem wenn das Ganze mal ein gewisses Alter bekommt. Auch hier erinnere ich mich gerne zurück an über 20 Jahre alte Single Malt Whiskys vom unabhängigen Abfüller Chieftains. Die waren echt allesamt zum Niederknien. Und die Abfüllung haben alle letztendlich dafür gesorgt, dass ich Mordlach liebe. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe in der Vergangenheit einen Bogen um Originalabfüllung aus der Brennerei gemacht. Ja. Diageo, der Konzern, zu dem die Destille gehört, hat vor einigen Jahren ein Grundsortiment an den Start gebracht, bestehend aus verschiedenen Whiskys, alle in 0,5 Liter Flaschen abgefüllt und alle verhältnismäßig teuer für die gebotene Qualität. Ja. Ich habe damals im Video den sogenannten Rare Old probiert, ohne Altersangabe in der 0,5 Liter Flasche, also 65 Euro, was dieser Whisky gekostet hat, das war ja echt ein Witz. Also, ich kann es nicht anders sagen, so ehrlich und so direkt das klingt, könnt ihr euch gerne mal im Nachgang das Video anschauen. Ich habe dann über verschiedene Whisky-Messen verteilt, die restliche Core-Range in der 0,5 Liter Flasche verkostet. Da ist mein Fazit ähnlich ausgefallen. Also für mich die Erkenntnis, ich mache um Originalabfüllung von Mordlach einen Bogen. Ja. So haben das teilweise auch andere Genießer gehandhabt. Von daher hat Diageo wahrscheinlich gemerkt, sie müssen da ein bisschen was umstellen und haben es tatsächlich auch getan. Mittlerweile gibt es die Whiskys in der 0,7 Liter Flasche. Sie tragen Altersangaben und sie sind auch vom Preis her günstiger geworden. Und aus der aktuellen Core-Range verkoste ich heute den 14-jährigen Alexander's Way, so wie er hinter mir steht. Zurückzuführen auf den Alexander Cowie, der hat in der Brennerei Mordlach damals die 2,81-fache Destillation eingeführt. Ist ein bisschen tricky, ein bisschen kompliziertes zu erklären. Wenn ich das jetzt mache, würde es wahrscheinlich so ein bisschen den Zeitrahmen sprengen. Ich habe im Internet aber einen sehr schönen Bericht gefunden von Friends of Single Malt. Da geht es eben um diese Destillation. Wie kommt diese 2,81 zustande? Könnt ihr gerne mal im Nachgang nachlesen. Ja, sehr informativ. Ja, und die Abfüllung hier ist quasi eine Huldigung an den Alexander Cowie, deswegen nennt sie sich Alexander's Way, da hat er nämlich straight sein Ding gemacht. 14 Jahre reifte der Kollege in einer Mischung aus Refill Ex-Bourbon-Fässern und Refill Ex-Sherry-Fässern, ist mit 43,4 Volumenprozenten abgefüllt, hier in 0,7 und leider gefärbt und kühl gefiltert. Preislich liegt die Flasche bei 50 Euro, das klingt von der Papierform schon mal um einiges angenehmer als damals dieser Rare Old in der 0,7 Liter Flasche. Ganz neu ist er nicht. Erschienen ist er für ein Travel Retail, also ein Reisebedarf am Flughafen, schon vor einiger Zeit. Mittlerweile gibt es ihn auch im Fachhandel und jetzt habe ich ihn mir einfach mal geschnappt. Jo. Ich habe den Whisky schon mal von der Zeit eingeschenkt. Ich bin gespannt. Hui. Also diese saure Fruchtigkeit, die ich an Mordlach so liebe, die habe ich hier direkt. Schöne, satte, saure Früchte. Geht vielleicht so ein bisschen in die Richtung Physalis, Sternfrucht. Habe ich sehr, sehr oft bei Bourbonfass gereiften Mordlach-Whiskys. Aber je länger ich dran rieche, desto exotischer wird die Fruchtigkeit. Kommt vielleicht auch so ein bisschen Mango und Papaya dazu. Also auf die ersten zwei, dreimal riechen, unheimlich fruchtig. Süß, sauer, aber ist auch eine gewisse Getreidenote, so geröstetes Getreide, was mit Sicherheit dem Einfluss der Sherryfässer geschuldet ist. Angenehme Eiche, auch mit einer leichten Würzigkeit und so ein bisschen was vom Sherry an sich. Also der macht auf jeden Fall Spaß in der Nase, das kann ich jetzt schon sagen. Kein Vergleich zu diesem Rare Old, der gefällt mir. Diese Fruchtigkeit, also ich liebe es. Und das ist mal echt eine Originalabfüllung, die zumindest in der Nase Spaß macht. Mal gucken, was er im Geschmack sagt. Slange. Hm.
ein angenehm milder Antritt. Unheimlich komplex, da geht direkt was auf der Zunge ab. Auf der einen Seite Fruchtsüße, Fruchtsäure, dann kommt eine Nussigkeit dazu, eine Würzigkeit kommt dazu, Eiche kommt dazu, hat einen leicht schokoladigen Touch. Boah, der ist schon komplex. Und hinten raus, ich meine, er nennt sich The Beast of Dufftown, ja, weil Mordlach eben durch diese 2,81-fache Destillation eine gewisse Schärfe in den Whiskys drin hat. Die kommt hier zum Abgang hinten raus. Ich würde es mal so als Ingwer-Schärfe deklarieren. Unheimlich smooth, die Eiche, ein bisschen trockener wird es an sich. Aber der kann was. Also der hat definitiv das Zeug, dieses Jahr in meine Top 5 zu kommen. Boah, jetzt geht diese Fruchtigkeit ein Stück weit in den Hintergrund. Diese Röstnote wird intensiver. Und zusammen mit der Eiche wird das Ganze jetzt so aromatisch, dass man fast denken könnte, er wäre rauchig. Was er nicht ist. Ja, also pauschal gesagt, produziert Mordlach komplett ohne Rauch. Ich habe in vielen Online-Shops bei diversen Produkten der Destille gelesen, dass sie wohl rauchig wären, was aber meiner Meinung nach Schwachsinn ist. Mordlach-Whiskys sind nicht rauchig, die haben halt sehr, sehr oft so eine heftige Röstnote drin, die fast schon wie verbrannte Nüsse oder verbranntes Getreide riecht. Und wenn dann ein gewisses Alter dazukommt und die Eiche aromatisch darauf einwirkt, dann erzeugt es halt die Assoziation nach Rauch. Genauso ist es hier auch. Man könnte meinen, er ist rauchig, er ist es aber nicht, weil dieses Verbrannte, die Eiche, so aromatisch wird. Aber genau das macht einen Komplex. Und dann immer mal wieder die Frucht. Also der gefällt mir echt gut. Schön diese Fruchtsüße, aber gleichzeitig auch eine gewisse Säure von der Frucht. Ja, das, was man riecht. Gut, die Früchte sind jetzt im Geschmack nicht mehr so deutlich greifbar, wie es in der Nase der Fall ist, aber man schmeckt Fruchtsüße, man schmeckt Fruchtsäure. Es kommt eine Nussigkeit und eine Würzigkeit dazu. Eiche kommt dazu, gibt dem Ganzen vielleicht fast schon so einen schokoladigen Touch. Hinten raus deutlicher und bekommt einen Stich Trockenheit. Nussig ist er hinten raus noch. Also, für 50 Euro bekommt man hier wirklich einen sehr, sehr geilen Whisky. Der gefällt mir unheimlich gut und ist endlich mal eine Originalabfüllung aus der Brennerei Mordlach, die ich ohne Bedenken empfehlen kann, was ich hier auch auf jeden Fall tue. Wer angefixt ist, unbedingt ausprobieren. Für die 50 Euro macht man nichts verkehrt. Mehr als fair und angemessen für diesen Whisky. Ich hätte ihn auch gekauft, wenn er deutlich mehr gekostet hätte. Ja, schreibt mir gerne unten eure Meinung zur Brennerei Mordlach in die Kommentare, wenn ihr eine unabhängige Abfüllung habt oder vielleicht einen Whisky aus der Core Range, den ihr empfehlen könnt, den ich unbedingt mal probieren soll. Schreibt es gerne rein. Ich bin dankbar für Empfehlungen. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Haut rein!